Es ist Sonntag, der 4. September 2022 und die Kirche in Bildmitte ist die Kirche von Serfaus auf dem Hochplateau von Serfaus. Über dem Inntal, oberhalb von Landeck, im sogenannten oberen Gericht. Der Ort am oberen Bildrand ist Fies. Und ich befinde mich beim sogenannten Adlerhorst, einer Aussichtsplattform in den Bäumen. Wie man sieht, ohne Sicht auf die Berge rundum. Ich gehe hinunter. Erst kurz vor Serfaus öffnet sich die Sicht auf die Berge auf der anderen Seite des Inntales. Hinter diesen Bergen ist das Kaunertal, also ist das der Kauner Grat. Ich komme vorbei an der Kapelle des heiligen Zeno. Und auf der Zenobrücke kann man hinübergehen in den Ort. Und jetzt mit Blick auf die Liftanlagen. Die sind noch in Betrieb. San Zeno ist ja der Schutzheilige von Verona. Der war dort um 390 nach Christus ein sehr mildtätiger Bischof. Und wie man an seinem Bildnis erkennen kann, war er
Afrikaner. Und dem Apfelbaum gefällt die sonnige Lage. Auf 1430 Meter offensichtlich gut. Ich besuche die Kirche. Diese alte Kirche wurde um 1000 nach Christus herum erbaut. Auch die Marienskulptur am Altar stammt aus dieser Zeit. Ich besuche die neue Kirche. Die ist um 1500 erbaut worden.
Schöne Kirchen wie diese sieht man öfter. Einen freistehenden Campanile, wie in Italien üblich, kann man in Nordtirol nur selten antreffen. Und dass es vor der Kirche am Berg oben eine U-Bahn-Station gibt, das ist wohl einzigartig. Leider kann ich nicht damit fahren. Es ist schon 5:30. Die U-Bahn unterquert den gesamten Ort von den Parkplätzen im Norden. Bis zu den Seilbahnstationen im Süden. So ist der Ort im Wesentlichen autofrei. Ich verabschiede mich von Safaus. Mit Blick auf die wunderschönen Skihänge dahinter, in den letzten Sonnenstrahlen. Angekommen am Nordende vom Hochplateau von Safaus in Ladis ist die Sonne leider schon untergegangen. Aber auch hier kann man an einer Hauswand schöne alte Fresken bestaunen. Und bei der Bushaltestelle kann man noch diese Hausfassade bestaunen. Das war's für heute. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022 und ich bin noch einmal am Hochplateau von Safaus. Heute bin ich in Fis.
Ich bin früh genug dran, sodass ich am Berg hinauffahren kann. Vorher besuche ich noch die Kirche. Mit charakteristischem Zwiebelturm. Ich verabschiede mich wieder und gehe weiter zur Liftstation. Ich fahre hinauf bis auf 2440 Meter. Oben angekommen ist der Bergkamm sehr weitläufig und die Sicht sehr umfassend. Links hinten die Zugspitze. Und das gesamte Wettersteingebirge. Am rechten Ende die Hohe Munde oberhalb von Delfs.
und rechts anschließend. Das sind die Ötztaler. Und Richtung Süden reicht die Sicht bis zum Ortler, jetzt in Bildmitte. Direkt unter mir ist Fies. Und ganz links unter mir Ladis. Jetzt in Bildmitte die Burg von Ladis. Das ist mein Wanderziel. Circa 3 Stunden Marsch. Ich habe ja gehofft, der Weg, auf dem ich gehe, führt mich vorbei an diesen Seen, aber dem ist leider nicht so. Der Weg geht direkt hinunter Richtung diese Seen. Auf diesem Weg trifft man auf keine Mountainbiker, aber auf solche in der Sonne glänzende Felsbrocken. Links darunter Fies. Ob ich zur Burg von Ladis heute noch näher hinkomme, ist fraglich. Aber dieser Teich der ist jetzt nahe genug. Da
Da werde ich hinspazieren. Hurra! Ich bin da! Ich würde mir ja nach langem Marsch eine Einkehrmöglichkeit wünschen, aber die gibt's zu meiner Überraschung nicht. Aber als Entschädigung kann ich am Ende des Tages noch die Burg von Ladis in der Abendsonne filmen. Mit Weiher darunter. Das waren meine beiden Ausflüge auf das Hochplateau von Serfaus.